Liebe Erstkommunionkinder, ich möchte euch ganz herzliches Grüß Gott sagen und die Freude mit euch teilen, dass ihr heuer Erstkommunion feiert. Auch wenn das nicht so geht, wie wir uns das vorgestellt haben, mit einem schönen großen Fest. Wahrscheinlich müssen wir es auch ein bisschen verschieben. Ihr werdet sehen, aber es wird sicher ein sehr schönes Fest werden. Einfacher vielleicht. Ich habe herausgesucht aus meinem Fotoalbum das Foto meiner Erstkommunion. Ich kann mich nicht mehr auf viel erinnern, da hier stehe ich mit meinem Schulfreund, kann mich nicht mehr auf viel erinnern, aber ich weiß, dass dieses Fotografieren war in der prallen Sonne, das war ein bisschen blöd. Aber die Vorbereitung weiß ich noch, da haben wir ein Altartuch gedruckt mit Kartoffeldruck und unser Religionslehrer hat gesagt, das sind wie die Fußabdrücke und die Handabdrücke Gottes in unserem Leben. Er ist immer mit uns. Und alles, was wir zum Leben haben, alles, was uns ausmacht und geschenkt ist, kommt alles von seiner Liebe. Und das hat sie so schön gemacht. Ich bin immer noch mit ihr befreundet. Sie ist jetzt natürlich schon im hohen Alter. Aber diese Religionslehren hat mich sehr geprägt. Das wäre meine Erstkommunion gewesen. Was bedeutet jetzt Erstkommunion? Es bedeutet Kommunion, also Gemeinschaft haben mit Jesus. Zum ersten Mal in einer anderen, ganz intensiven Weise. Beginnen wir mal mit der Kinderbibel, mit dem Wort, das Jesus uns sagt. Ich hoffe, ihr habt zu Hause eine Kinderbibel. Wenn nicht, bitte sofort eine erbitten oder bestellen und so weiter, dass ihr drinnen lesen könnt. In der Heiligen Schrift, das heißt in der Bibel, hören wir von Jesus, wie ihr wisst. Ihr habt schon viele Geschichten von ihm gehört. Da ist zum Beispiel jetzt diese eine wunderbare Erzählung, wo er mit seinen Jüngern zum letzten Mal zu Abend gegessen hat. Und bei diesem besonderen Abendmahl hat er Wein und Brot genommen und gesagt, das bin ich für euch. Noch vieles mehr ist in dieser Kinderbibel aufgeschrieben. Also zum Beispiel hier auch der Sturm auf dem See. Jesus war mit den Jüngern unterwegs und schlief im Boot. Dann kam ein gewaltiger Sturm und sie hatten sehr, sehr viel Angst. Sie haben ihn dann aufgeweckt und gesagt, Jesus, kümmert dich das nicht, dass wir untergehen. Er ist aufgestanden, hat den Sturm beruhigt und dann gesagt, habt doch Glauben, ich bin immer mit euch. Also vieles findet ihr da drinnen. Das ist übrigens ein Bild, das ich einmal verwendet habe bei der Erstkommunion. Da sieht man ganz viele Menschen an einem Tisch, weil Jesus immer alle gesammelt hat. In der Mitte er selbst. Das ist Kirche. Wir gehören alle zusammen, weil Jesus uns ruft. Also der erste Teil bei der Messe ist dieses Wort Gottes, das wir hören. Und das kann man zu Hause jetzt auch lesen. Also wenn man jetzt nicht in die Kirche gehen kann, die Bibel zur Hand nehmen, geht überall. Das ist meine Lieblingskinderbibel aus dem Neukirchner Verlag. Was passiert sonst bei der Heiligen Messe? Also zusammenkommen, Gott loben und danken für das Leben. Also denkt an die Fußabdrücke und Handabdrücke Gottes im Leben. Da gibt es wahnsinnig vieles zu danken. Dann eben Wort Gottes feiern mit dem Wort Jesu. Und der zweite Teil ist die sogenannte Eucharistiefeier, die Dankfeier. Das ist das Wort dafür. Es beginnt damit, dass Brot und Wein zum Altar gebracht werden. Und der Priester nimmt das und dankt Gott dafür. Der Höhepunkt der Messe ist, dass der Priester dann die Heilige Kommunion nimmt. Ich mache das jetzt nicht, sondern ich zeige es euch nur. Da sind also viele kleine Hostien und eine größere. Und dann darf er die Worte Jesu sagen über das Brot und über den Wein in diesem wunderschönen Kelch und sagen, das ist mein Leib, mein Blut für euch. Also Jesus hat gesagt, das bin ich für euch. Alles, was das Leben Jesu ausmacht, sein Sterben am Kreuz, wo er die Arme für alle ausgebreitet hat, und seine Auferstehung. Das alles ist zusammengefasst in dieser Feier der Heiligen Messe. Das bin ich für euch. Und stellt euch vor, damit ist noch nicht genug, das Schönste ist dann die Kommunion. Das heißt, du darfst diese verwandelte Hostie, dieses kleine Stück Brot empfangen, aufnehmen, essen. Und das bedeutet, dass Jesus zu dir kommt. Und mit Jesus kommt der ganze Himmel zu dir. Kommunion heißt Gemeinschaft. Also jetzt habt ihr gemerkt, das Wort Kommunion taucht schon oft auf. Es ist die Gemeinschaft, die zusammenkommt. Es ist die Gemeinschaft, die gebildet wird
wenn wir das Wort von Jesus hören und durch die Feier der Eucharistie, Kommunion mit Jesus. Du nimmst ihn auf. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Du darfst mit ihm den ganzen Himmel aufnehmen. Gott kommt zu dir. Da braucht man einen Moment Stille, dass man das irgendwie bedenkt und damit ihm zu sprechen beginnt. Ganz wichtiger Moment. Kommunion. Zum ersten Mal darfst du das heuer empfangen. Diese Gemeinschaft, die Jesus-Gemeinschaft, wird dich dann stärken, dass du auch dort, wo du lebst, ein Mensch bist, der Gemeinschaft aufbaut. Bei Streit und Zwietracht und dass Leute gegeneinander sind, das gibt es überall. Jesus sagt, ich komme zu dir. Ich stärke dich, damit du auch mit mir ein Mensch bist, der Gemeinschaft möglich macht. Das ist dein Auftrag. Also, liebe Kinder, heuer werden wir Erstkommunion viel einfacher feiern. Kein großes Fest, das ist aufgrund dieser Corona-Maßnahmen leider heuer nicht möglich. Wahrscheinlich in kleineren Gruppen oder am Ende des Schuljahres oder vielleicht auch verschoben auf den Herbst. Aber hundertprozentig werden wir Erstkommunion feiern, versprochen. Einfacher, vielleicht damit aber mehr mit innerer Freude. Ich bitte euch zu Hause schon viel vorzubereiten. Also, dass wir gemeinsam üben, Gott zu danken. Das könnt ihr mit Geschwistern, mit den Eltern machen. Für alles Gott danken. Zweitens, in der Kinderbibel lesen. Sich beschäftigen mit dem Wort von Jesus. Und ihr werdet sehen, wenn wir mehr an dieses sein Wort glauben, dann würde unsere Welt viel schöner sein. Dann gäbe es viel mehr Frieden. Und, was kann man noch tun? Man kann sich gegenseitig segnen und sagen, Jesus, du bist bei mir. Ich fühle es. Auch wenn man physisch jetzt ihn nicht angreifen kann. Du bist bei mir. Das erleben wir auch mit Menschen, die man jetzt nicht begegnen kann in dieser Corona-Krise. Aber man fühlt eine innere Verbundenheit. Und das ist auch mit Gott so. Von Herz zu Herz. Das ist unser Glaube. Deswegen einander auch segnen. Papa, ich segne dich. Mama, ich segne dich. Und sie sagen zu dir auch, sei du gesegnet. Gott ist mit dir, bist ein Lieblingskind Gottes. Liebe Kinder, ich wünsche euch eine gute, schöne Vorbereitung auf die Erstkommunion, die ihr jetzt zu Hause weitergeht und viele so kleine Elemente, mit denen ihr euch schon in der Vorfreude üben könnt. Alles Liebe und Gottes Segen.